Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kunstengel. Heute möchte ich mit euch ein tierisches Bild mal machen. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Schaut mal. Heute lernen wir, wie man ungefähr wenigstens die Pusteblume macht und eine kleine Maus. Viel Spaß! Ich habe einen grünen Pastellkarton genommen, damit ich nicht ganz so viel grundieren muss. Da gehe ich jetzt noch mit verschiedenen Grüntönen rein, um einfach einen verschwommenen Hintergrund zu schaffen. Ihr legt die Kreide quer, ihr seht das, weil dann die Fläche, die ihr malt, sofort ein wenig größer wird. Sonst habt ihr, wenn ihr mit der Kante malt, habt ihr sonst nur Striche drauf. Mit einem ganz dunklen Ton gehe ich in den unteren Bereich rein. So, wenn ihr jetzt vermischt, fangt mit der hellsten Farbe an, in kreisenden Bewegungen und vermischt die Farbe. Ich merke gerade, ich habe noch zu wenig Farbe drauf. Ich muss noch mal ein wenig mehr Farbe draufsetzen. Im unteren Bereich gehe ich ein wenig mit Braun rein. Und nochmal mit Dunkelgrün. Aber ich denke mal, so lasse ich das. Jetzt einmal die Finger reinigen und das ganze Bild einsprühen. So, ich habe mir einmal mit Bleistift auf einem normalen Kopierpapier die Maus vorgezeichnet und einfach nur so grob und habe das mit Saralpapier, die Hauptteile hier, damit ich das, weil auf diesem Blatt hier kann man, auf diesem weißen Blatt kann man auch radieren und so weiter und das möchte ich halt hier nicht machen. Deswegen habe ich das halt übertragen mit Saralpapier, alles andere ist nicht so ganz so schlimm. Wenn man sich da ein bisschen vertut, nur Hauptsache die Augen und so weiter, das passt alles. Mit weißem Saralpapier. So, zuerst wird hier der Bereich gemacht, wie das jetzt heißt, weiß ich gar nicht, wo hinterher die kleinen Samen dran sitzen von der Pusteblume. Ich weiß gar nicht, wie heißt das?
Pusteblüten? Ich habe keine Ahnung. Keine Punkte machen, sondern so winzig kleine Bögen, so halb wie kleine Halbmonde, die offen, die verkehrt herumliegen. Jetzt gehe ich mit einem Ocker ein bisschen rein. Ist ja nicht ganz so hell. So, das reicht mir auch schon. Jetzt nehme ich einen dunkelbraun. Jetzt im unteren Bereich möchte ich gerne, dass noch ein paar von den Samen ansitzen. Jetzt mache ich in dem Bereich die Stiele von den Samen. Ihr seht, ich arbeite mit der Kante von der Kreide, damit ich dünne Bereiche bekomme. Schöne dünne Striche. So, jetzt starte ich mit der Maus. Erstmal nur in einem Grauton.
gehe ich mit dem Wischer rein. Und achte jetzt ein bisschen drauf, wie die Fellstruktur ist. Ihr seht, habe ich halt auch einen Fehler gemacht, dass ich die Maus nicht komplett fertig gemacht habe, sondern erst die ganzen Samen drüber gesetzt habe. Das heißt für mich jetzt einmal Doppelarbeit.
aber sowas kann immer mal passieren. Man sieht halt hinterher nicht viel von dem Unterteil der Maus, aber trotz alledem sollte der natürlich vorhanden sein. Könnte jetzt kreuz und quer diese feinen Striche machen. Ich mache mir aber die Arbeit und versuche jeden einzeln zu machen, damit man hinterher nicht Striche sieht, wo eigentlich keine hingehören. Jetzt tupfe ich einfach nur ein bisschen drüber, damit das ein bisschen fluffiger wirkt. Gehe dann gleich noch einmal drüber.
Bei dem Stiel achtet darauf, dass ihr einen hellen und einen dunklen Bereich setzt, dass ihr den nicht nur in einer Farbe macht, weil sonst wirkt der zu platt. Wenn ihr nicht genau wisst, wie ein Blatt aussieht vom Löwenzahn, es hilft, wenn ihr einmal nach draußen geht. Zur Not kann man natürlich auch im Internet schauen, um sich da was rauszuholen. Aber in meinen Kursen mache ich das immer so, dass wir nach draußen gehen und jeder pflückt sich ein Blatt und dann werden die im Endeffekt hinterher nur ausgetauscht, damit man auch unterschiedliche Blätter hat. Weil die sind doch sehr zackig und haben eine ganz andere Form als Blätter vom Baum. Das hilft auf jeden Fall.
Ich denke mal, so werde ich das Bild lassen. Jetzt muss ich noch unterschreiben. Okay. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Malen und habt fleißig mitgemalt. Eure Bilder, schickt mir ruhig mal eure Bilder, damit ich auch mal sehen kann, ob ihr wirklich mitmalt. Das wäre ganz toll. Ja, für weitere Fragen, es steht alles in der Infobox. Lest einfach mal nach. Tschüss, euer Kunstengel.